Hallo Leute, ich hoffe, dass der Wind nicht wieder zu laut ist. Jetzt sieht nach Regen aus. Ich zeige euch jetzt meine Behausung. Ich schlafe unter der Brücke seit einer Woche. Aber das macht mir nichts, ich komme damit klar. Für Abendbrot ist auch gesorgt. Also, ja. Jetzt hat mir die Mary Jane geschrieben, dass sie bereit wären, mir 250 Euro zu spendieren. Das ist lieb und nett, das würde mich zumindest nach Südafrika bringen, visummäßig. Ich habe also in Erfahrung gebracht, dass man die Visen an der Grenze bekommt. Ja, soweit so gut. Dann hoffe ich mal, dass die liebe Mary Jane auch ernst meint. Wenn nicht, muss ich mich halt andersweitig durchschlagen. Irgendwie wird das gehen. So, da oben ist jetzt meine Behausung. Ich hoffe, dass es nicht regnet, weil es scheint nicht allzu wasserdicht zu sein. Weil die Tage ist der Wind ja so laut. Oh, jetzt wird es düster. Ja, so weit, so gut erstmal. Ich muss meinen Rucksack mal ausziehen. Ich lege euch mal ab. Ganz kurz. Meinen Schlafsack noch ausbreiten. So, und hier werde ich jetzt die Nacht verbringen. Ohne Raub und offenen Totschlag. Ja, was soll ich euch weiter berichten? Also, wie ja schon erwähnt, in manchen Videos ganz ohne Geld geht es halt nicht. Ich bin also jetzt die letzten paar Tage am Betteln. Stelle mich also vor die Geschäfte, schmeiß ein bisschen Geld in den Hut und den Rest machen dann die Leute. Bringt am Tag so zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem, die man aber allerdings wieder ausgibt, weil man muss ja essen und trinken und vor allen Dingen auch mal was Warmes essen. Ich habe ja keinen Kocher oder sowas dabei, muss also von Brot und Wasser mich ernähren. Ja, was soll ich euch da weiter sagen? Ich weiß nicht, wie die Leute das in YouTube gemacht haben, die da unterwegs waren angeblich. Also mit Schiff und so ist schon mal gar nichts. Happert und Leuk hatte ich ja angeschrieben. Und die haben mich dankend abgelehnt. Ich könnte eine Schiffsreise machen für 2.500 Euro. Naja, die habe ich auch so locker in der Tasche. Ja, das war dann mal nichts mit Happag und Lloyd, außer dass sie mir jetzt andauernd irgendwelche Schiffsreisen anbieten. Ja Leute, ich werde euch weiterhin berichten und mal sehen, wie es weitergeht. Also, wenn das jetzt nicht klappt nach Marokko rüber, dann bleibt die nächste Option Portugal. Wollte ich sowieso mal hin. Und dann von Portugal aus Richtung Spanien wieder, Frankreich. Von Frankreich aus nach Italien. Von Italien aus dann rüber Richtung Türkei. Und dann bleibt dann halt noch Iran und Pakistan. Und dann halt eben Indien. Aber wie gesagt, ich habe ja unendlich Zeit. Es drängt mich ja keiner. Ich muss ja nicht von heute auf morgen da sein. Und dann mal sehen. Ich werde euch jedenfalls weiterhin berichten. Euer Manfred. Und danke für eure Treue.